Thomas Gottschalks Verhalten wird derzeit hitzig debattiert. Jetzt mischt sich auch Natascha Ochsenknecht ein. Doch das mit einer sehr ambivalenten Meinung ein Punkt. Ganz Deutschland diskutiert über das Verhalten von Thomas Gottschalk. Hat er seine weiblichen Talkgäste angetatscht oder waren das doch nur harmlose Berührungen? Alles sei rein beruflich gewesen. Punkt. Zuletzt geriet Gottschalk mit einer Besucherin der Frankfurter Buchmesse aneinander. Nun mischt sich Natascha Ochsenknecht ebenfalls in die derzeitige Debatte ein. Doch so ganz mag sie sich zwischen Kritik und Verständnis nicht entscheiden. Natascha Ochsenknecht mischt bei Gottschalk-Debatte mit Punkt in einer Fragerunde auf Instagram will jemand wissen, was sie zu Thomas Gottschalk sagt. Natascha Ochsenknecht, an deren Tochter Schein Ochsenknecht der Moderator neulich erst seine Berührungen demonstrierte, schreibt einen langen Text auf diese Frage. Wir sind uns vor über 30 Jahren zum ersten Mal begegnet, erklärt Natascha. Über die damaligen Zeiten und Gepflogenheiten berichtet sie, es war wirklich eine andere Zeit. Küsschen links rechts und so weiter. Das war halt so. Es war alles selbstverständlich. Punkt eine Frage der Weiterentwicklung im Hirn, dennoch habe sie auch damals schon klare Grenzen gezogen. Wenn mir jemand zu nah kam, habe ich es gesagt. Einige nicht, so Natascha dass Szenen von damals heute anders betrachtet werden, kann sie jedoch nachvollziehen. Punkt. Nun hat sich vieles geändert und das muss man respektieren. Sich auf früher war alles anders beruhen, ist nicht in Ordnung. Das ist auch keine Frage des Alters, sondern der Weiterentwicklung im Hirn. Selbst alte Witze sind mittlerweile peinlicher als witzig. Punkt, da es sich bei ihrer Nachricht lediglich um eine Story handelt, können die User nicht mit ihr über ihre Ansichten diskutieren. Punkt, Natascha Ochsenknecht zeigt jedoch in ihrem Posting etwas Verständnis für das frühere Verhalten von Thomas Gottschalk. Punkt, allerdings liest man ihren Zeilen auch Kritik heraus, dass der Moderator sein damaliges Auftreten 2024 nicht mehr reflektiert.